Daniel Kapitel 3 haben wir den Gott der drei Freunde von Daniel kennengelernt. Sie wurden gezwungen, sich wie alle anderen vor dem Götzenbild zu beugen und es anzubeten. Aber sie liebten Gott am meisten, gehorchten ihm und beugten sich nicht vor den Götzen. Sie waren bereit, ihren Glauben sogar mit ihrem Leben zu bezeugen, indem sie in den heißen Feuerofen geworfen werden sollten. Gott beschützte seine Knechte sogar mitten im Feuer, bis selbst der König anerkennen musste, dass der Gott von Daniels Freunden der lebendige Gott ist. Wir sind durch viele Helden des Glaubens ermutigt, in jeder Umgebung unseren Glauben an Gott zu bezeugen, koste es, was es wolle, und so für die geistliche Wiedererweckung in Europa gebraucht zu werden. Missionarin Monika hielt einen Sondervortrag über die beiden Märtyrer Florentius und Cassius, die im 3. Jahrhundert in Bonn hingerichtet wurden. Sie waren Soldaten, die zur Thebäischen Legion gehörten und es ablehnten, das vom Kaiser befohlene Götzenbild anzubeten. Ihr Andenken wird in Bonn seit Jahrhunderten treu bewahrt. Beim Jugendgottesdienst hat Sarah Schweitzer die erste Lektion aus dem Hebräerbrief verkündigt. Sie hat dabei bezeugt, dass Jesus höher ist als alles andere. Sie möchte auf das Wort Gottes achten, nicht mehr nach ihrem eigenen Willen zu leben, sondern als ein Volk Gottes. Beim International Wednesday Bible Seminar hat Grace Kim ihren Vortrag über gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer fortgesetzt. Sie betonte dabei die Wichtigkeit der geistlichen Gemeinschaft. Außerdem haben Sarah Schweitzer, Samuel Chang, Jose Elzels und Maria Park ihre Stellungnahmen vorgetragen und so die geistliche Wortsgemeinschaft gebildet. Beim Leadership-Seminar hat Samuel Abraham seine Vortragsreihe über die Erlösungsgeschichte auf Landkarten anhand der ersten Kapitel der Bibel, nämlich über der Genesis, berichtet. Beim Jüngerschaftsabend haben Samuel Abraham und Andrea jeweils eine Botschaft verkündigt. Samuel Abraham bezeugte, wie Gott ihn von der Ego-Anbetung gerettet hat, dass er Hebräer 5, 8 und 9 annehmen und wie Daniels Freunde Gott bezeugen durfte. Andrea hat bezeugt, auf die Worte Gottes Markus 6, 37a und Genesis 24, 60 zu achten, sodass sie nicht am Ziel vorbeitreibt. Missionar Peter und Missionarin Sarah sind von der Missionsreise in den USA zurückgekehrt. Sie bezeugten, welch großartige und wunderbare Schöpfung Gottes sie bei der Reise quer durch die USA erfahren haben, wie zum Beispiel im Grand Canyon. Die Universität Tartu ist die älteste Universität Estlands und dessen einzige Volluniversität. Sie wurde 1632 unter König Gustav Adolf II. Von Schweden in Tartu gegründet. Aktuell studieren dort mehr als 16.000 Studenten an dieser Hochschule. Im Laufe der Geschichte gingen viele berühmte Persönlichkeiten von ihr aus. Beten wir, dass Gott tüchtige Erntearbeiter für die Studenten in Estland aufstellt. Wir beten gemäß Nehemia 2,17 für den Wiederaufbau der geistlichen Mauern in Europa. Wir beten für die Mobilisierung unserer nächsten Generation gemäß Hesekiel 37,10. Lasst uns auch für die Bildung von 10.000 Zweibibelstudium-Teams, für die Pionierung aller 1.700 Campus in Europa und für die Aussendung von 100.000 Missionaren bis zum Jahre 2041 beten. Beten wir auch für das International Bible Seminar jeden Mittwochabend. Beten wir auch für die Vorbereitung auf das GLE Forum 2022 sowie für das Junior Leadership Camp im Juli.